Meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier auf der Nurgelholm, Version 2.0, zusammen mit Tino und Friesi. Die Karte heißt nicht Nurgelholm. Nurgelholm. Deswegen meldet sich der Mod auch nicht bei uns. Ja. Weil, das ist nicht Nurgelholm. Ja. Es heißt Nurgelholm. Ja. Nurgelholm. Nurgelholm. Nurgel. 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 Alles klar? Du alter Nagler, alles klar. Alles klar. Boah, ich könnte jetzt ein Kirsch, Fotz, Pups, Rülps lassen, Alter. Nee, doch, Kirsch. Du könntest jetzt einen Nagler essen. Kennst du ein, warte mal, ein Niesrülps, Fotz? Naja. Ah. Randy, du solltest da eigentlich, Tabs ansehen. Mhm. Ja, was siehst du an, Alter? Weizen. Weizen. Oh nein! Wir haben doch nur zwei Felder. Raps, bitte. Jo. Im nächsten Feld. Sag mal, Freezy, fährt das Ding nicht schneller? Nee. Kannst ja mal hier tunen. Erste Raps. Da spielen die Lichteffekte verrückt. Ja, ich weiß auch. Das macht einfach nur jeder permanent an und aus. Wer? Ja, gute Frage. Engine Skinner, ja, was gibt eigentlich so in der YouTube-Landschaft so Neues? Das ist die große Frage. Es ist ja momentan noch. Ich kann nicht lenken, du Vogel! Er kann nicht lenken, Vogel. Das neue Video von Fritzi One. Ja. Jetzt out now auf iTunes. Nee, es ist ja also momentan nicht wirklich großartig. Was los? Leint. Die ist zurück. Aus der also Klinik hier. Ist er clean? Und hat ein Video gemacht, eine öffentliche Entschuldigung bzw. eine Aufklärung zu diesem Absturzstream, wo er halt so ein bisschen halt erklärt hat, ja, was Phase ist, was passiert ist und bla 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 bla. Im Endeffekt hat er sich entschuldigt, dass er dann in dem Sinne seine Vorbildsfunktion nicht gerecht wurde und das hätte nie passieren dürfen, bla bla bla. Das übliche halt, was man halt sagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und er ist jetzt halt wieder da, hat dann auch gleich einen Tag oder zwei Tage später ein neues Video gemacht, das Mädchen nervt, ne? Also so 10 Dinge, die an Mädchen nerven und so weiter und so fort. Was, ein Moment, nochmal, ja. Wie heißt das Video genau, exakt, zitiere. Das Erklärungsvideo oder das neue? Das Video, was er jetzt gemacht hat, was du jetzt gesagt hast, das Mädchen, kannst du es zitieren zu 100%? Warte. Das Mädchen nervt. Sicher. Ich denke. Um was geht's in dem Video? Du warst auf jeden Fall in den Twitter-Trends. Da ging es halt darum, Eigenschaften, die an Mädchen nerven. Zwar nicht von allen, aber so, die halt Frauen oder Mädchen an sich haben, die halt nerven. Ich finde es interessant, den Ausdruck Mädchen. Ja, man hätte auch Frau sagen können, aber nein, er meint explizit Mädchen. Also Mädchen ist eigentlich schon hart, ey. Muss man echt so sagen. Das Mädchen nervt gut. Mädchen ist so ein Überbegriff. Kann man auch sagen hier, mein Mädchen oder so. Aber trotzdem, das Mädchen klingt... Ist irgendwie für mich ist das so eine Kindform, weißt du? Ja. Mädchen, ja, also jugendlich, weil... Wo geht denn unser Geld eigentlich hin? Alter, würde ich jetzt mal behaupten. Weil Frau sagt man ja eigentlich erst so... Ich hab mal eine Frage. Ja. Wo sind unsere 7000 hin, die wir noch hatten? Im Tank. Welchen Tank? Im Tankfass. Hast du geholt, Sprit oder was? Ja, ja, ja. Ist oben eingelagert, dass man sich morgen fahren muss. Wenn ich sehe, was da hier schluckt. Ja, alle. Okay, aber das Mädchen, Alter, das ist so voll. Ich weiß nicht. Das ist so kindformmäßig. Also, das ist irgendwie. Finde ich nicht gut. Ja, seine Zuschauer sind ja auch Kinder. Ja, er deswegen scheint auf Kinder zu stehen. Deswegen stehe ich da. Ja. Alles klar, alles klar. Alles klar. Alles klar. Also eine Zielgruppe ist ja wirklich in dem Bereich 10 bis maximal 13, 14, 15 angesiedelt. Sicher. Ey, wir müssen unbedingt einen Alles-Klar-Kanal machen. Ja. Oder wir machen es einfach auf unseren Hauptkanälen. Aber das ist echt... Alles klar, so geiles Format. Das wäre voll mein Format.
Wo ist denn hier die Düngerstation? Keine Ahnung. Irgendwer muss ja schon mal Dünger aufgeladen haben, da war ja noch was drin. Dünger da, wo du auch Saatgut auflädst. Saatgut auflädst, weißt du? An den, neben den Silo, wo du die Sachen abholst, also Weizen und sowas abtankst. Kann ja nur hier hinten sein. Ach ja. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Und was hat er jetzt gesagt, wo er war? Gibt's da irgendwas? Er war halt in der Klinik, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und also war er jetzt in der Entzugsklinik oder was war er denn? Gibt's da irgendwie? Weil ja, da habe ich jetzt nicht genau hingehört. Ich habe das wieder einfach nur durchgesappt. Ne? Also ganz alter Dialog im Hintergrund. Aber so im groben Kontext. Also es ging eigentlich im groben Kontext nur darum, dass er sich entschuldigt hat. Und was. Ich habe mich froh, ein Mann. Okay. Kack, ja. Licht auf. Entschuldigt. Okay, aber für was hat er sich entschuldigt? Ja, für diesen Absturz-Stream. Weil was? Er hat ja offensichtlich, also sicherlich, also ne, ganz sicher Alkohol konsumiert und ob da noch Drogen im Spiel waren, das ist jetzt so eine andere Sache. Das weiß keiner. Mann, Friesi, schmidt schreien und zeig mir die Scheiße. Und ja, Alkohol konsumiert und stand vielleicht auch noch teilweise unter Drogeneinfluss, man weiß es ja nicht. Und ja, was ist das eigentlich für ein Lappen, ey, ohne Mist, Alter. Ja, was ist das für ein Lappen, ey? Durch was das passiert ist, gute Frage. Nächste Frage, ne, das kann halt, hier stand ich unten drunter. Ja, aber was ist das für ein Lappen, ey, ohne Scheiß, Alter. Der hat voll die Vorbildfunktion, der hat so eine Menge an Zuschauern, so viele Abonnenten und alles. Und was machen die damit? Die treten es mit ihren Füßen, ey. Macht ja einen auf Suchti, ey. Aber ich verstehe das nicht. Was ist mit denen los, ey? Die sollen sich mal überlegen, wie alt sie sind. Was machen die? In dem Alter, ey. Da wäre ich niemals auf den... Wie alt ist der? Mongo? Der ist über Anfang 20, wenn mich nicht alles... Ey, in dem Alter gehe ich in eine Erziehungsklinik, ey. Das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Ja, durch was das ausgelöst hat, ist halt gut, man kann halt nur spekulieren. Ne? Erst die Trennung von Ducky, dann hat sie sich noch verlobt, dann der ganze... Oh, ganze wegen einer Frau, Alter. Weißt du, wie viele Frauen ich verlassen habe? Keine, die haben dich keine verlassen. Halt die ja. Schnauze, du Frau. Spaß die, ey. Dich hätten alle verlassen, wenn sie mich gekannt hätten. Wenn ich ein Kumpel gewesen wäre, wären die alle mit mir zusammen gewesen, nicht mit dir. Wieso, Junge? Ich bin der Checker vom Neckar. Bleib mir 50 Wallows rein in den Dorf! Kennt ihr den? Ja. Von mir aus. Ja. Du siehst also, so aus wie er. Du hältst deine Schnauze jetzt. Aber wie gesagt, was der konkrete Auslöser war, weiß man nicht. Es gab ja etliche. Das Krasse war ja, das war passiert. Und dann haben natürlich ne, jeder hat versucht, natürlich sein eigenes Statement-Video dazu zu machen. Ist ja ganz klar. Es gibt ja Kanäle, die basieren ja nur auf Statements. Und oder meine Meinung zu hier, meine Meinung zum linken Ei und so weiter und so fort. Und das hat das Netzwerk, wo da drin ist, also Tube One, ist ja massiv dagegen vorgegangen. Die haben ja alle Videos gesperrt, die sich um dieses Thema da gedreht haben, um das irgendwie klein zu halten. Natürlich, ne, der Streisand-Effekt war dann natürlich, es sind immer mehr Leute darauf aufmerksam geworden, weil sie es versucht haben zu verhindern. Natürlich. Und somit ist das ja eigentlich erst so richtig groß geworden, ja. Selbst Le Floyd hier hat dazu was gesagt, ne, und halt zum Thema, was hat er gesagt? Naja, lernt was draus, gebt nicht euer komplettes Privatleben auf YouTube bekannt und, ne, kümmert euch um eure sozialen Kontakte, selbst wenn ihr Ruhm und alles habt und so weiter und so fort, lasst euch das nicht zu Kopf steigen, ne, bla 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 bla. Gebt nicht euer ganzes Privatleben auf YouTube bekannt, sagt Le Floyd. Wollte ich auch gerade sagen. Gut, privat? Was gibt's über dem viel privat rauszufinden? Eigentlich nicht. Ja, aber wenn ich am Tag 5 Posts mache oder 10 Posts auf sämtlichen Social Media Plattformen, dann lasse ich die Leute aktiv an meinem Privatleben teilnehmen. Weil ja, im Endeffekt. Oder Privatleben im Bereich wirklich privat, wo es was kein Schwein angeht, was weiß ich. Ja, aber im Endeffekt lasse ich die Leute an meinem kompletten Tagesablauf teilnehmen. Oder? Ja, eigentlich schon, ja. Und das ist für mich. Ja, schon privat, also. Ich poste auch mal ein Foto und alles, aber ich weiß nicht. Das weiß zum Beispiel keiner, was ich heute gemacht habe. Haha.
Und zwar ist keiner, dass ich mir gerade am Schnippi ziehe. Haha. Wissen wir auch. Randy. Ja. Voll. Achso. Ja, das war aber. Das noch für einen verleihend. Aber ansonsten, wie viel Zeit haben wir noch? 4, 5 Minuten. 5 Minuten, ja, ansonsten ist momentan nicht so viel wirklich los in der Hood. Ne, es gibt ja hier noch den Southwest Trip hier, ne, den Südwest Trip der USA mit hier Denner und Revi. Der hat eine hübsche Freundin, finde ich. Denner. Ja, hat er gut gemacht. Denner? Oder Revi? Ja, Denner, ja, das stimmt. Revi ist für mich ein. Weiß nicht. Der ist mir zu aufgeregt. Interessanter Mensch. Ja, so bestimmt ganz korrekt, denke ich. Ja, ich finde die Freundschaft zwischen ihn und denen hat irgendwas zwischen uns, würde ich mal behaupten. Warum? Die mögen sich auch nicht. Die machen sich permanent blöd, ja. Ehrlich? Ja. Ich sehe da sehr viele Parallelen zu uns. Aber Revi ist ja wieder abgereist, ich glaube, Denner ist ja noch dort, er hat ja glaube vor. Weit Warum betonst du mir das er so sehr? Da gab's, ich glaube, wo Knuspertoast noch die Parodien gemacht hat, wo Unge und Co. und alle auf Weltreise waren und auch Denner da seine Reisen gemacht hat, hat er irgendwann mal so einen Joke rausgehauen mit Denner. Ich weiß gar nicht, gibt's irgendwie so ein Shampoo oder so ein Pflegeprodukt, was irgendwie so ähnlich ist. Und er hat das halt so gemacht. Und er hat dann halt im Endeffekt so meine 24 Stunden, was weiß ich, Feuchtigkeitsschutz mit Denner. Ja, also als Joke im Endeffekt so Beauty. Ja, wir haben es verstanden, ist nicht lustig. Ja, doch, ist es. Auf jeden Fall, weißt du, wer ein Dings macht, eine Longboard-Tour mit ungespielt? Wer? Mimi. Wer? Mimi! Ach, Mimi. Okay, hab ich noch gar nicht gesehen. So, ich glaube, Mini-Longboard-Tour. Also, ungespielt hat so ein Video veröffentlicht. Mein neues Longboard, weil. Die müssen ja mal. Ne, die kaufen sich ja jede Woche ein neues Longboard. Das müssen ja mal zeigen. Mein neues Longboard. Ja. Und, Ja, aber seine Schwester. Weißt du, was ich mal machen werde? Ich werde ein Video machen. Meine neue Penispumpe. Weil ich kaufe ja auch regelmäßig eine neue Penispumpe. Man soll ja mal verschiedene Sachen probieren, ne? Und, da werde ich jetzt auch mal ein Video machen. Cool. Ja, finde ich auch. Oh. Auf jeden Fall, Vorbereitungen irgendwie mit Mimi oder so für die Longboard-Tour, keine Ahnung. Doch so schön. Also ich habe das Video nicht gesehen, ich habe es jetzt nur aus dem Titel assoziiert, was man natürlich eigentlich nicht tun sollte. Longboard-Tour mit Mimi oder sowas stand drin und deswegen bin ich mal davon ausgegangen. Nur so schön, dass Mimi auch mal aktiver da mit dabei ist. Warum auch nicht? Aber ja, nachdem du Denner seine Mini-Tour da mit den Stefan hier gemacht hat, von Köln nach Berlin in 2 Wochen. Gut, ist er jetzt halt, wie gesagt, auf diesen Southwest-Trip da wieder in den USA. Wie gesagt, Revi ist schon wieder zurück. Denner ist noch dort. Er hatte, wie gesagt, lieber vor 2 Tagen Geburtstag, 22 Jahre jung. Haben sie da irgendwie eine übelste Bude da beim Hollywood Hill, also da wo dieses komische Hollywood-Zeichen da ist, da irgendwie gemietet, Alter, mit Pool und Alter, ein krasses Ding, ich will nicht wissen, was das kostet. Und haben da halt den Birthday gefeiert. Ist Wahnsinn, Alter. Also von einer Reise in die andere rein. Muss ein schönes Leben sein. Ja, ist es. Oh. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, so oft wie die schon in den Staaten waren, ich weiß gar nicht, was es da immer noch zu sehen gibt. Und du musst einem was sagen. Dort haben sie ihre Ruhe. Von den das Leuten. Das stimmt. Ja. Ich kenne die keinen Schwein. Weil du dort auch mit 2 oder 3 Millionen Abonnenten. Die machen Videos. Weißt du, verdienen richtig krassen Schotter damit. Und dort können sie ungehemmt leben. Weil die keine Sau kennen dort. Oh, hier ist Raps. Das ist geil. Ja, müsste Gerste sein. Was ist Raps, Mann? Ist das gedünnt? Hast du heute die Twitter-Trends geguckt, also zum Aufnahmetermin Donnerstag? Was waren so die Twitter-Trends? Kabel Deutschland und Vodafone da? Ja, das ist ja wieder typisches Ameisengeschwärme. Das ist Kabel Deutschland hat mal wieder, oder Vodafone hat deutschlandweit Ausfälle im Internet, TV und Fernsehbereich. Ne? Und alle Twitter, ich hab kein Internet. Aber kommt Twitter. Ich glaube, das Feld ist nicht gedüngt. Hast du das hier oben gedüngt, Randy?
Ich habe nur Feld 29, 24 gedüngt. Nee, bevor wir hier angesiedelt haben, meine ich oben. Wo oben? Feld 38. Das weiß ich nicht. Ich habe nur jetzt die zwei Felder gemacht. Da oben war ich noch gar nicht. Weder mit der Saatmaschine noch mit Dünger. Hm. Wir haben das angesiedelt, Tino, wir zusammen. Obwohl das gedüngt aussieht. Ich glaube schon, dass das gedüngt ist. Oh, aber okay. Ich glaube, wir sind erstmal fertig. Jo! In dem Sinne, meine Freunde, lasst mal ein Like da, schaut mal bei den anderen vorbei und. Ab 11 Likes gibt's ein neues Video! Genau, aber bei 11 Likes. Aber nur wenn wir 11 Likes schaffen. Jo. Und in dem Sinne dann bis übermorgen. Tschüss! Tschüss!